Nee. Punktcheck. Da ist ja, die verletzte Person. Was passiert? Ein Unfall, Autounfall. Ma'am, ja, ich versuch's. An den Rest, steig schon mal in die Autos, was steht hier so herum, vamos. Ich muss nur mal, irgendwas stimmt nicht, ich kann nichts machen. Francesco, was, wo bist du? Kommst du denn? Warten Sie, ich komm gleich wieder. Hermanos, kann mich jemand abholen bei Ruth? Ich komm gleich wieder. Hola, Hermano. Jo, Jux, vielen Dank für drei Monate, mein Bruder. Kuss. Bei. Wie trägst du, wenn du fährst, indem ich trage und fahre, mein Bruder? Ja, ich hol dich schnell ab. Okay, klasse. Lima, bist du auch hier? Und hier? Lima. Ich hol gerade unseren Kollegen ab. Perfekt, alles klar. Eine wichtige Sache, Denno. Aussteigen sollten wir nicht aus den Autos, weil wir können aus den Autos sie beschießen, wenn sie nicht in den Autos sitzen. Patron, ist Juanita noch bei Ihnen? Ja, wir warten auf das den Mediziner. Neu. Okay. Ja, aber ich wurde schlafen. Denno. Ich war hier Beifahrer. Achso. Emma holt dich ab. Emma holt ihn ganz schnell ab. Habt ihr alle gucken? Dürfen wir gleich? Ja, hör doch bitte im Funk zu. Was? Also, pass auf. Wir sollten so spät wie möglich aussteigen von den Autos, weil du kannst von den Autos einfach sie beschießen, wenn sie rumlaufen. Weniger als die Leute. Ja, ist doch scheißegal. Wen interessiert das? Die ganzen Fahrer können da nicht schießen. Ach so, okay. Und wen interessiert das? Wenn das Auto steht, kann der Fahrer auch schießen. Das heißt, auch während der Fahrt können... Während der Fahrt können alle anderen schießen, der Fahrer kann schießen, wenn das Auto steht. Egal, ob die im Auto sind. Egal, wo sie sind. Alles klar. Ich will, dass der schlechtere Schütze auf dem Fahrersitz ist und fährt. Und der bessere sitzt dahinter. Warum liegt Juanita immer noch? Weil ich auf den komischen Mediziner warte. Der meinte, er kommt gleich. Weil ich auf den Mediziner warte. Der kommt gleich. Der war doch. Nein, okay, ich frag nicht. Bleib hier am Pier, wir kommen sofort wieder. Wer da ist, soll im D-Funk auch zeigen, dass er da ist. Was passiert, Leute? Wir sind im Krieg gegen Orga. Boah, die sind aber viel mehr. Die sind fast das Doppelte als wir. Wir sind viel zu wenige. Ich glaube, ich bin befördert worden, bin aus dem Dienst gefallen. Ja, ich verstehe. Oh, guck mal, die Dame. Hallo. Levon, scheiß auf deine Party. Komm lieber IC, Junge. Krabs, vielen Kleine Dank für die 450 Bits. Ich küsse dein Herz. Wer funkt da die ganze Zeit? Hallo? Oh nein. Hallo, wie geht's Ihnen? Ich bin ganz okay, ein bisschen Kopfschmerzen. Ja, brauchen Sie eine Tablette dafür? Wo sind die drei Jungs? Zwei sind schon angekommen, ich hol mir kurz noch Medkits und dann nehme ich den letzten noch mit. Okay, sind die bewaffnet? Kokaina, Medikits? Ja, alle voll equipped. Ja, dann hier bitte sehr, je nach Bedarf einnehmen. Ich bin 20 Mann am können keine zu 35 doch können. Bin sehr auch, bin auch gespannt. Also wir sind ja, deutlich weniger. Wir sind 14 Mann. Wir sind 14 Mann, aber scheiß drauf. Sie können auch zwei Tabletten. Wenn irgendwer noch Kokain braucht. 30 dürfen agieren, ja. Ja, ja, ich weiß, die sind sehr, sehr viele. Die sind sehr, sehr viele. Wenn Sie irgendwas brauchen, dann melden Sie sich oder kommt Sie einfach ins Handy. Außer Juanita und dich, weil ich keinen sehen, der hier rumsteht. Ciao, ciao.
Nimm dir Kokaina. Und dein Medikit. Ich habe keine mehr. Hast du eine? Sí. Wieso kann ich es dir nicht geben? No sé. Warte. Jetzt. Denno ist der Caller. Was, dann bist du da? Ja, wir sind am Anwesen. Ist ja schlimm, werden wir Obst genommen, oder? Wir kommen jetzt alle zum Anwesen. Was, du, gehen wir doch. Ich hab den gesagt, du schon herkommen. Patron, ist... Osman, bist du da? Komm, jetzt nicht hier telefonieren, komm jetzt. Ich verstehe, nicht hier, ja, komm. So damit ich schon mal telefonieren. Nicht hier. Wir fahren alle zum Anwesen, equipen uns im Anwesen, um dann zum Tier zu fahren, um dann wieder zurück zum Anwesen zu fahren. Sind die Jungs schon da, oder was? Ja. Habt ihr alle GPS und ich so? Ich sag das doch, dass die da schon. Okay, Denno. Ja? Dein Kommando. Und ich hab Kopfschmerzen, Sergio? Bruder. Ich hab Kopfschmerzen, Bruder. Los geht's, alles schon. Tschüss zurück. Ich habe keine Waffe. Okay, wir kommen, wir kommen. Denno, call das. Ey, einer von uns hat schon 5 Leute, Digga. Ja, mit der Maske, mit der... Und ey, hört mal zu, ey. Ihn, okay. Ich versuche mal, ob ich ihn wieder hochkriege. Ja, das wäre gut. Super. Gib mein Bestes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ja, Puls kommt langsam. 1, 2. Sehr gut. Ich glaube, das wird was. Und... Ah. Perfekt. Bewert. Hallo, der Herr, wie geht's Ihnen? Wie es mir geht. Ja. Das kannst du in 5 Minuten fragen, wenn die Kugel in meinem Kopf ist. Wie geht's dir im Moment, will ich wissen. Brauchst du eine Behandlung oder zieh mir am besten die Maske aus? Ich zieh mein Hemd aus. Wäre mein Kopf getroffen, wäre ich tot, oder? Ja, dann zieh mir dein Hemd aus. Hast du irgendwelche Schmerzen? Ich bin voller Adrenalin. Wie soll ich da Schmerzen empfinden? Das heißt, dir geht's gut, du brauchst nichts, oder wie? Wahrscheinlich geht es mir sehr dreckig. Doch durch mein Adrenalin kann ich doch nicht erfahren, ob es mir gut geht. Du bist der Arzt. Also sag mir, geht es mir gut? Scheinbar kannst du schmerzfrei reden und ich sehe jetzt auch nichts am Körper. Irgendwie am Bein hast du eine Schusswunde. Ich glaube eher sein Manus-Ding geht schlechter, deshalb kümmern sie sich vielleicht mal erstmal um die. Okay, alles klar, dann soll ich jetzt die Manus alle aufheben. Feuer kann man so zur Seite. Man mich. Stellt sie da auf. Da an den Kollege. Ich versuche mein Bestes. Dreh dich mal zum Geländer, bitte, mein Kumpel. Ich werde mal Seile anlegen. Werd dich mal abtasten, dreh dich mal um. Dafür, dass die Töne gerade noch so groß waren am Kanon-Anwesen, sah das anders aus. Hallo? Nimm dir mal deine Waffe weg. Guten Tag, der. Obwohl, machen wir abwarten. So. Ja, doch. Abwarten, können wir gerne machen. Hallo. Ja. Hallo, der Herr, hallo. Ja, hallo. Wie geht's denen? Dreh auch mal deinen Koks weg, weil damit habt ihr jetzt eh nichts mehr am Hut. Ich bei ihrem Kollegen mal weiter. Hunger habe ich auch. Dick. So, dein Handy kannst du erstmal behalten. Genieße die Zeit, Hermano. Hallo, Kollege. Ich werde dir einmal Seil anlegen. Mach das. Leute, ich glaube, du solltest einen Gang zurückfahren. Sollte ich? Solltest du. Du hast keine Ahnung, was jetzt passieren wird. Ich kann dir erzählen, was passieren wird. Dann schieß mal los. Was gerade passiert ist. Und das wird weiter und weiter gehen, bis ihr einsichtig seid. Ist das so? Das ist so. 100%ig. Versprechen. Ein hinterhältiger Angriff bedeutet nicht, dass ihr gewonnen habt. Dreh dich mal um. Das bedeutet es nicht, aber ich bin so selbstbewusst in meine Familie, dass ich sagen werde, es wird immer so weitergehen. Ich bin gespannt. Lloyd, ich hatte dich für klüger eingeschätzt. Nachdem du uns gedroht hast, bei den Kanons, hättest du mit sowas rechnen sollen. Das habe ich. Ihr könnt euch auch beide schon mal umdrehen. Umdrehen, bitte. Ich könnt euch mal Seile anlegen. Alle Richtungen. Na, rücken zu uns.
und nach vorne gucken. Ich weiß nicht. Lloyd, dreh dich um. Ich komme sofort wieder. Du erwartest von einem Kopf, dass er von einem, wer genau du bist, weiß ich nicht. Dass ich meinen Rücken zu dir drehe. Wenn du mich erschießen willst, schieß auch von vorne. Ich will die Kugel sehen. Ich sagte, umdrehen. Und ich sagte, schieß von vorne. Sei ein Mann. Schau mir in die Augen, wenn du mir in den Kopf schießen willst. Ich hatte nicht die Intention, dich zu erschießen. Also dreh dich um. Was will er von meinem Rücken? Ich such dich mal eben. Frag mich nicht solche Dinge. Dreh dich um. Blanco, was will er von meinem Rücken? Leute, er hat dir doch was gesagt, oder? Und ich habe eine Frage gestellt. Das findest du dann heraus, okay? Du hast eine Minute. Ich glaube, du stehst in keiner Position. Und die anderen auch. Ihr alle mit dem Rücken zu uns. Tut, was er sagt. Hört euch vor, Leute. Seh. Schau mal, das ist nichts gegen dich, ja, aber mich nerven diese Geschäfte aktuell. Jeden Tag müssen wir wegen dieser Route reden und das geht nicht so weiter. Wir können es so machen, du verlierst keinen weiteren Mann, keine Ressourcen und keinen Schweiß. Wir behalten die Route oder wir kämpfen weiter. Ist dir eigentlich bewusst, mit wem du sprichst? Ja, Lloyd, wie nennt man mich außer Lloyd? Fuego, wie das Feuer. Also was glaubst du, was meine Antwort sein wird? Blanco. Lloyd, ich habe nichts anderes erwartet. Wir sehen uns. Handy weg. Versteckt euch, solange ihr könnt. Wir müssen uns nicht verstecken.